So Leute, weiter geht's mit Nachbarhorror. Da ist die erste Matratze, die ich beim letzten Mal gezeigt habe, am ersten Deckenbalken. Und hier steht ein Schrank davor. Und hier ist der zweite Deckenbalken, wo jetzt die zweite Matratze folgen soll. Wie ihr seht, eindeutig zu erkennen. Der Band ist nur 2 Meter mal 2 Meter im Schnitt. Ganz grob, 2 mal 2 Meter. Mit zwei Deckenbalken, wo ich Aussparungen vornehmen muss. Hier, dieser Deckenbalken sieht nicht mehr ganz so rosig aus, war eigentlich mal tapeziert und von mir grün gestrichen. Aber da es hier eine ganze Zeit lang reingeregnet hat, bis das mal jemand repariert hat, ja, ist da die Tapete abgefallen. Und da ich nicht so schnell an Kleister frischen drankomme, Tapet liegt noch rum, habe ich da hinten, wo die Matratze hin soll, bei den 10 cm, erstmal ganz professionelles Paketklebeband dran getackert. Damit sich das nicht am braunen Deckenbalken aufschlitzt oder sinnlos dreckig wird. Da hinten habe ich erstmal Paketklebeband und da kommt die weiße Matratze dann dran. Die deckt fast alles ab bis auf 10 cm. Die erste ist 90, die zweite Matratze ist genau 1 Meter. Also die erste ist 90 breit, die zweite ist 1 Meter. Und da komme ich auf 1,90 Meter und die Wand ist nahezu exakt 2 Meter in der Breite, in der Höhe nicht ganz hoch. Also glaube ich nur circa 1,90 hoch. Da Balken nicht mitgezählt und exakt 2 Meter breit. Und ich komme dann auf 1 Meter 90 Breite, auch was ich dann in die Ecke mache, das zeige ich dann später. Ach, hier steht übrigens mein wunderschöner Stoffschrank. Ich liebe Stoffschränke, die wiegen nämlich nichts. Und hier steht ein Holzschrank, von dem ich mich trennen möchte. Genau, der macht auch noch ein bisschen Schall weg. Da steht jetzt erstmal vor der Matratze. Aber hier links, und da steht eine kleine Babymatratze von mir, das ist auch ganz süß, aber die hält halt nicht weg. Und genau an diesen Stücke, wo bisher noch nichts abgedichtet war, da höre ich den Nachbarn in der übernächsten Pension noch labern, weil diese Wand keine 10 cm dick. Und wenn, dann nur maximal. Okay, da ist der nächste Deckenbalken und jetzt gehe ich wieder zur anderen Matratze und zeige euch mal, was ich da gleich zurechtschnipple. Bis zum nächsten Clip. Okay, jetzt bin ich wieder unten bei der ersten Matratze, die ich euch im letzten Clip bei Nachbar Horror Teil 1 gezeigt habe, in meinem wunderschönen Effektvideo vom 25.07.1918. Also eigentlich 2018, aber die Bildqualität war genial. Diesmal nicht in Schwarz-Weiß und da habe ich schon die ersten Markierungen gemacht, wo dieser zukünftige Deckenbalken reinkommt. Und ihr glaubt gar nicht, wie Zeit es frisst, allein so eine Markierung zu machen. Und dann auch noch dreidimensional ringsherum. Danach muss ich erst meine Schere nehmen. Genau, Moment, da lang. Ringsherum, da soll die Aussparung rein. Und da muss ich erst mal durch den Bezug durch mit der Schere. Und dann nochmal mit einem Schlachtermesser durch den Schaumstoff. Und dann kann die Matratze dann irgendwann mal da oben hin positioniert werden. So, das ist der Moment, wo man sich einen Kameramann wünscht. So schneide ich das dann auf und aber das muss ich leider, das kann ich, diesen Vorgang kann ich leider nicht für euch filmen, weil ja, weil ich zu wenig Hände habe. Rennen wir mal hier hinten hin. Und mit diesem wunderschönen Pizzamesser, das auch schon ein Video hinter sich hat, damit schneide ich dann den eigentlichen Schaumstoff. So. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man diesen Block und diese drei Lappen an Stoff abgeschnitten hat. Ja, wenn man diese drei Lappen Stoff abgeschnitten hat, wenn man diesen Block aus Schaumstoff mit einem Pizzamesser herausgeschnitten hat, was wirklich einwandfrei geht. Und so sieht das aus, wenn mitten in der Arbeit die Freundin vorbeikommt. Hallo, cool. Ja, das wäre dann der zweite Teil. Wie ihr seht, Nachbarn bekämpfen und Zeit für Freundin haben frisst sehr viel Zeit. Ist das geil. Das hat jetzt gepasst. Okay, das ist dann die nächste Aussparung, was die Leute nicht sehen. Ich muss aufpassen, dass ich diesmal ein Spiel hier nicht filme. Ich bin nämlich splitterfasernackt. Hallo. 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 Warum bist du noch nicht Schön. splitterfasernackt? Vielleicht bin ich. Okay, dann bis zum nächsten Clip, wo ich dann wahrscheinlich zeigen werde, wie ich auch die zweite Matratze mit der Farbe Weiß an die Wand angebracht haben werde. Bis dann. Nö, viele Stunden später. Das letzte habe ich 16 Uhr gemacht. Jetzt haben wir schon 23 Uhr. Weil ich zwischendurch Zeit mit meiner Freundin verbracht habe. Steht jetzt auch die letzte Matratze
davor noch am selben Tag angebracht und da ist weniger Platz als gedacht. Also ich dachte, da ist ein bisschen mehr Platz, aber 10 cm sind halt nicht viel. Aber ja, das ist auch mal so weit so gut. Damit wäre jetzt die ersten 10 cm geschafft. Denn die Leute denken, das sei damit abgeschlossen, die Arbeit. Dann stimmt nicht so ganz. Das sind 10 cm und zwar die ersten. Wenn ich damit fertig bin, soll die Wanddämmung 70 cm betragen. 70, 70 cm. Der ganze Schrank soll weg und die gesamte Schrankbreite soll noch Stoff davor oder irgendetwas anderes, was irgendwie schallisoliert, weil das ist an manchen Tagen nur ein bisschen Geräte auf dem Balkon von den Nachbarn. Dafür könnte diese Dämmung jetzt schon reichen. An anderen Tagen brüllen sie sich an oder fahren Partymusik mit Disco-Mucke. Ja, das Klebeband hat gerade so gereicht von der Länge her. Und das war richtige, richtige Disco-Musik, weil mir kommt es nicht darauf an, dass es schallgedämmt ist, sondern es ist schalldicht. Und wenn ich eine Sache schalldicht haben will, dann meine ich das wörtlich. Dann will ich die schalldicht haben. Für den Fall, dass ich besoffen klinge, die Luftfeuchtigkeit in dem Raum sind 700%. Mir ist pissen warm, ich habe zu viel Salz gefressen. Nicht Pizza. So. Naja, und ja. Deswegen gleich mal, warum nicht? Kann ich ja mal machen. Meine Frage an euch. Fühlt euch jetzt bitte angesprochen. Diese rosa Matratze habe ich ja zum Beispiel da kostenlos bei eBay Kleinanzeigen. Wenn einer von euch zufällig eine nicht parfümierte, ich habe was gegen Chemie, ich sage das, weil die da parfümiert ist, die rosa, eine roch tierisch nach Spielmittel, eine nicht parfümierte, reine Schaumstoff, nicht Federmatratze, wenn einer von euch eine Schaumstoffmatratze hat, die er nicht mehr braucht und die nicht nach Chemie und nicht nach alten Tier riecht, dann möge er mir das doch bitte schenken. Danke. Also zusammenrollen per Post an mich. Danke. Ja, also ich nehme alles, was ich kriegen kann, weil ich wieder Schicht für Schicht für Schicht für Schicht wird. Eine richtige Zwiebel wird das werden. Und die Wand geht dann bis hier vorne. Bis hier vorne wird dann die Wand gehen. 70 Zentimeter. Und das ist nur die Innenschicht. Wenn ich erst mal außen anfange, dann wird es richtig lustig. Letztendlich soll die Wand über 1 Meter werden. Denn, ja, ich meine das ernst. Nachbarlärm und Wände, die nur 10 cm dick sind, als wie jede normale Borgwand 1 Meter dick. Ich weiß überhaupt nicht, warum irgendein Vollidioten der Matrix Häuser baut, die dünner als 1 Meter sind. Verstehe ich nicht. Man kann nicht mit Menschen zusammenleben, wenn Wände zwischen sind, die dünner als 1 Meter sind. Ja, dann baue ich es halt selber. So rum. Ja, Gott, ist mir warm, mir leuchtet Brühe im Gesicht, das kann sich kein Mensch vorstellen. Kann mich sehen, ich darf halt nicht zu viel von mir filmen, weil ich bin nackt. Mir live die Brühe. Der Wahnsinn. So. Ich gucke mal, ob ich was mit den Schlitzern noch mache, wenn mir auch schneller was einfällt. Filme ich noch, wenn nicht, war es das und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tüdelü. Okay, hab noch eine Kleinigkeit, was ihr macht. Hab die Babymatte erstmal in diesen Schlitz da unten reingestöpselt, damit auch der seitliche Schlitz zu ist, mit der Hoffnung, dass ich hier wirklich eine absolut perfekte Schallisolierung kriege. Ich kriege mal ein Stückchen zurück. Live, der Brühe ist der Wahnsinn. Da zieht ihr das wühlige Bett vom Zierführer. Und ja, da ist jetzt die ganze Wand sozusagen dicht erst einmal und stehen halt zwei Schränke davor, die auch noch ein bisschen dichten, aber nicht so viel, wie man glaubt. Sonst hätten die ja ausgereicht in den letzten Jahren. Und da ist jetzt noch meine alte Babymatratze, die steckt da in der Schlitz. Und da kann maximal noch über diesen Schlitz Schall durchkommen, werde ich ja dann morgen früh sehen. Ne? Bis jetzt haben sich die Küken früh so zwischen 7, 8, 9, 10 auf dem Balkon unterhalten, die Missgeburten. Anstatt die wie jeder normale Mensch sich in Räume setzen, um sich zu unterhalten, tun die das draußen. Ich kann solche Menschen nicht ab. Alle abschlachten, wirklich. So viel Wut, so viel Hass, wie ich auf Menschen habe, die sich draußen unterhalten, gibt es nicht. Ich würde mich nie mit den Menschen draußen unterhalten, wäre ich ja gehört. Ich würde gerne hören, was ich heimlich so die Matrix im Hintergrund labere. Also, so, dann bin ich jetzt erstmal durch mit dem Matratzenvlog für dieses Mal. Die ersten 10% von innen wären geschafft. Tüdelü!